Huapum oder das Geheimnis des Königs. Es war einmal ein König, der sein Reich in Frieden regierte. Sein Land war gesegnet mit Reis, Fisch und Speisen aller Art und wohlhabend an Schätzen. Umgeben von verführerischen schönen Frauen saß der König im Palast, aber glücklich war er nicht, denn er trug ein Geheimnis. Der Aussatz hatte ihn getroffen, und die Geschwüre hatten schon fast sein ganzes Haupt überzogen. Das war das Geheimnis des Königs. Nur seine Gattin wusste davon und der königliche Haarschneider. Außer ihnen kannte niemand das Geheimnis des Königs. Der Haarschneider aber war gebunden durch einen Vertrag. Wenn ihm das königliche Geheimnis entschlüpfte, würde er geköpft werden. Eines Tages hatte der König den Wunsch, sich wieder einmal die Haare schneiden zu lassen. Er sandte nach dem Haarschneider, aber der hatte sich gerade in Schmerzen und Krankheit niedergelegt in seiner Hütte. Er konnte nicht kommen und das königliche Werk übernehmen. Da befahl der König, einen anderen erfahrenen Haarschneider zu rufen, der an seines Freundes statt dem König das Haar scheren sollte. Dieser Mann hatte nur einen Fehler. Er konnte kein Geheimnis bei sich behalten. Wenn er irgendjemanden das Geheimnis erfahren hatte, so konnte er sich nicht verbergen. Versuchte er es, so würde ihm der Bauch platzen. Als er den königlichen Befehl erhalten hatte, war er mächtig stolz, denn er hatte sich nicht träumen lassen, dass er des Königs Haupt je scheren dürfte. In Eile richtete er seine Messer und Scheren und ging dann gerade in den Palast hinein. Bevor er aber das Haupt des Königs berühren durfte, musste er einen feierlichen Schwur leisten. Er versprach, das Geheimnis des Königs, wenn er es bemerkte, nicht mit sich zu nehmen, um es irgendjemandem zu eröffnen. Wenn jemand von ihm das Geheimnis erführe, so würde er es mit dem Leben büßen. Nun wäre es seine Pflicht gewesen, nicht zu schweigen, sondern zu bekennen, dass er ein Mann war, der kein Geheimnis bei sich behalten konnte, es sei denn, er hätte seinen Leib platzen lassen wollen. Stattdessen legte der Haarschneider Hand an des Königs Haupt und schnitt dem Herrn die Haare. Dabei konnte es nicht ausbleiben, dass er das Geheimnis des Königs enthüllte und die Geschwüre auf der Kopfhaut bemerkt. Kaum hatte er das jedoch erkannt, dadurch zog ein ihm nur allzu bekanntes Gefühl seinen Leib. Die Ruhe verließ ihn und in seinem Bauch begann es zu kollern. Schnell beendete der Haarschneider sein Werk und eilte dann mit bösen Gefühlen im Leib nach Hause zurück. Er verbarg sich in seiner Hütte, denn er wollte das Geheimnis des Königs in sich verschließen, weil er sich vor der königlichen Strafe fürchtete. Aber während er schweigend in seiner Ecke saß, merkte er, wie seine Eingeweide anfingen, in sich seinem Leib umzudrehen und sonderbare Laute auszustoßen. Mit eisernem Willen sperrte er dem Geheimnis den Weg über seine Lippen. Seine Leibsschmerzen nahmen langsam, aber stetig zu. Je mehr Zeit verstrich, desto mehr fühlte er, dass sein Bauch sich hob und blähte. Bald würde die Haut sich nicht mehr weiter dehnen können und sein Leib würde aufreißen und zerspringen. Wenn er nicht sprechen könnte, würde er sterben. Sprechen durfte er aber nicht, denn dann würde er enthauptet, so lautete die Abmachung mit dem König. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Er würde das Geheimnis verkünden, irgendwo tief im Wald, wo es keine Zuhörer gab, die es hätten weitertragen können. So dachte er und eilte in den Wald. Sein Bauch war prall gefüllt und schwoll immer mehr. Je weiter er ging, desto schwerer wurde ihm das Laufen. Schließlich konnte er nicht mehr weiter. Sein Bauch wäre bei geringsten Bewegung geplatzt. Da wendete er sich an einen Baum, der ihm im Wege stand, und sprach mit lauter Stimme: »Huapum, des Königs Haupt ist eine Eiterbeule!« Kaum war das Wort heraus,
Da suchte sich die Luft in seinem Leib einen Ausweg. Die Schwellung verging, und nach kurzer Zeit war sein Bauch wieder schlank und schmal wie gewöhnlich. Erleichtert kehrte er nach Hause zurück. Nicht lange danach sprang die Siegestrommel, die wichtigste Trommel der Stadt, entzwei, und man konnte sie nicht mehr gebrauchen zu den königlichen Feiern. Die Höflinge erzählten es dem König und erhielten den Befehl, sie sollten im Walde einen Baum aussuchen, aus dem eine neue Trommel gemacht werden könnte. Die Hofmeister ließen die Pagen ausschwärmen in alle Wälder, damit der geeigneteste Baum gefunden würde. Der Zufall wollte es, dass die Wahl auf jenen Baum fiel, dem der Haarschneider das Geheimnis des Königs offenbart hatte, denn er hatte einen geradgewachsenen Stamm und war vertrefflich geeignet, daraus eine Trommel zu verfertigen. Deshalb schnitten sie den Baum ab und brachten den Stamm den Trommelmachern. Als die Siegestrommel fertig war, trugen sie sie vor den König, damit er sie ansehe und prüfe. Als sie sie aber anschlugen und ihre Stimme zu hören, da brummte die Trommel laut und vernehmlich »Hua pum, pum, pum«. Der König erschrak, denn er verstand die Worte der Trommel. Er dachte, wer könnte wohl mein Geheimnis verraten haben, wenn nicht der Haarschneider? Er ist es gewesen. Der Herrscher befahl, den Treulosen zu holen und fragte ihn, hast du mein Geheimnis offenbart? Der Haarschneider warf sich vor dem König nieder und gestand alles der Wahrheit gemäß. Ich bin ein Mann, der kein Geheimnis bewahren kann. Wenn ich ohne mein Zutun zum Mitbesitzer eines Geheimnisses geworden bin, so muss mein Leib platzen, wenn ich schweige. Was sollte ich tun? Ich habe das Geheimnis, o Herr, vor allen Menschen bewahrt. Nicht einmal meiner Frau und meinen Kindern habe ich es verraten. Aber als ich fühlte, dass mein Bauch unweigerlich platzen würde, bin ich in den Wald gelaufen und habe mich einem Baum anvertraut. Der König hörte es und überlegte, das muss derselbe Baum gewesen sein, aus dem die neue Trommel gemacht ist. Dass ich das Wort der Trommel als Hua Pum gedeutet habe, mag wohl an meinem aufwallenden Blut gelegen haben. Denn in Wahrheit hat ein Baum natürlich keine Seele und kann nicht sprechen. Weil ich mich vor dem Geheimnis fürchte, habe ich das Wort gehört und gedeutet. So dachte der König. Er gewährte dem Haarschneider seine königliche Verzeihung und sagte, »Angst und Misstrauen haben mich bezwungen, wahrhaftig. Es gibt kein Geheimnis in dieser Welt.«